Oh, da sind wir auch wieder. Oh. Boom. Ah. Warte eine Sekunde noch. Ich muss doch was machen. So. Okay. Ich sehe aus wie so ein glasierter Donut oder so, meine scheiß Stirn. Man merkt definitiv nicht, dass ich nur auf 4 Stunden Schlaf laufe und ich um 4 Uhr morgens wach geworden bin. Und man merkt auch nicht, dass ich 2 Energies-Intos habe und mir gleich noch einen reinjagen werde. Und das wird gut laufen und wir werden definitiv viel zocken und ich werde definitiv nicht am 8. August um 12:53 Uhr spurlos verschwinden. Damn, Charlie. Ach, komm. Ich warte aber mit dem letzten Energy noch ein bisschen, mit dem dritten. Warten wir so bis 23 Uhr. Das ist so perfekte Herzinfarktzeit. So. Gucken wir mal, was für Skills wir kaufen können. Ich habe mir jetzt auch die neuen In-Ear-Kopfhörer reingemacht, die gekommen sind, weil ich die einfach mal austesten will. Trainieren. Ja. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, Megakraft ist einfach besser. Ich hab das Gefühl, das ist gut. Erst recht für diese Minispiele, weißt du, gegen wo es auf Zeit kommt. Ja, komm, lass das schön hier gönnen. 50. Scheiß drauf. 100. Ja, jetzt kann er einfach absolut alles tragen. Der kann jetzt einfach so ein Flugzeug tragen. Warum nicht? Komm. Der kann so einfach so einen kompletten Truck spurlos verschwinden lassen. Guck dir das an, Alter. Was ist das? Hier liegen aber so 4 Leute bewusstlos auf dem Boden. Ich werde denen nicht helfen, Junge. Nachtmission sind scheiße. Die liegen einfach so alle K.O. auf dem Boden und die bleiben da liegen, Junge. Oh, stilles Ufer, let's go. Okay. Mal gucken. Dritte Map. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Überrasch mich. Flash mich. Flash mich weg, Spiel. Ersten beiden Maps schon nicht schlecht, aber das darf jetzt auf keinen Fall so eine grüne Waldmap sein, weil von Wald habe ich und Wiesen habe ich langsam genug. Strandmap, hä? Ja, kann man machen. Noch mehr Grün. Ich kann es kaum erwarten, bis wir im Haus drin sind. Weil ich habe eigentlich. Oh, aber ich habe richtig Bock, unter Wasser zu gehen. Lass sofort unter Wasser gehen. Das habe ich in Pikmin 3 richtig gemocht, diese völligen Unterwasser-Level. Tatsächlich sind die Wasser-Level in Pikmin 3, finde ich, das Beste. Das hat übel Bock gemacht. Lass da sofort hingehen. Okay. Was sind das für Blumen hier? Sick. Okay, dann wollen wir mal gucken. Oh, da ist auf jeden Fall direkt Olima. Ich meine, dieses komische Kreaturvieh, wo wir absolut gar keine Ahnung haben, warum das die ganze Zeit uns ärgert. Oh, sie schwimmt einfach. Dieser faule Sack. Kann nicht tauchen. Okay. Da ist eine Wand. Hier. Okay, dann können wir das während die Brücke bauen, mal kurz hier einreißen. Nice.
Ah, okay. Hier ist ein Schatz. Ah, Würfel. Krank. Wie viele Würfel habe ich jetzt eigentlich schon eingesammelt? Ich glaube, 4. Gut, dass ich die Schwimmfähigkeit geskillt habe. Die muss man hier einfach haben. Okay. Verstehe nicht, warum man dann nicht einfach alte Brücken reinmachen kann. Guck mal, diese blauen Dinger hier, die hätten locker einfach normale Brückenteile sein können. Weißt du, was ich meine? Verstehe nicht, warum man da das neue System hier macht. Egal. Der verpisst sich jetzt wieder da rein. Hey, du willst deinen Obdachlosen haben? Okay. Laubling! Der mysteriöse Laubling. Okay. Zeit zu kämpfen! Jetzt wird sich gekloppt. Hauen wir uns gegenseitig die Fresse rein. Stufe 3. Na gut, ich bin gespannt, ob er wirklich... Bis jetzt, zwischen Stufe 1 und 2 habe ich nicht wirklich einen Unterschied gefühlt. Mal gucken, ob der jetzt wirklich, wirklich stark ist. Ich werde das so bereuen. Irgendwann unterschätze ich den. Ich habe schon gewartet auf dich. Ja, let's go. Erstmal ein paar Pikmin sammeln. Okay. Er hat schon mehr Punkte als ich. Ah, okay, ja. Das sind diese wahrscheinlich. Guck mal, er hat 100 von 5. Okay, lass mal, mal gucken, was das macht. Mal gucken, was hier drin ist. Ist das nur eins? Das ist nur eins, okay. Wie benutze ich das? Y. Ah, ich habe ihn wegteleportiert. Das ist ja lustig. Oh Gott, er greift mich an. Okay. Was meinen wir, die wieder den Hund machen? Oh, guck mal. Ja, lass immer schön diese Kapseln einsammeln. Das ist schon wichtig. Ist aber richtig nervig, wenn der die kriegt wahrscheinlich. Nimm das. Gibt's noch irgendwo Hunde? Bonus für... Ah. Den muss man erstmal finden. Oh, gefunden. Ein goldenes Schönheitsbruch. Oh. Komm jetzt, komm raus. Geht doch. Mein Hund kann das einfach alleine wegtragen. Überhaupt nicht unfair. Also ich glaube, ich mache den gerade und der teleportiert mich jetzt weg, aber das ist kein Problem. Komm, mach. Oh, er versucht zu klauen. Aber der hat 100 Kraft, der kann das unmöglich klauen. Okay, der hat mich nicht wirklich weit weg geteleportiert. Dreckiger Hund. Ich hab das goldene Schönheitsideal. Okay.
Was bringt das? Ach, scheiße. Machen wir denn gerade? Oha, der ist mir richtig nah auf der Fährte. Junge! Die scheiß Läuse. Aber wir sind aber immer noch gut dabei. Hier liegen einfach ein paar Leute K.O. vor mir rum. Kein Mensch weiß warum. Doch, doch, das gewinnen wir. Gut. Also der war diesmal eine größere Challenge auf jeden Fall. Also das wird gefährlich gegen den, wenn er weiter so besser wird. Gib mir meinen Typen. Der mit seinem beschissenen Hund, Alter, ich schwöre es dir. Okay, einen weiteren Kerl, den ich niemals heilen werde. Der bewusstlos in meiner Basis rumliegen kann. Sehr gut. Der, das ist so Dekor, weißt du. Ich finde, das gibt dir so einen gewissen Vibe in die Basis, wenn du da reinläufst und da liegen erstmal so 6 Leute auf dem Boden. Das hilft. Aber Positive Reinforcement oder so ein Scheiß. Ich glaube, ich werde heute nicht so... Ich glaube, so wie ich das gesagt habe, dass ich die ganze Nacht durchspiele, das wird nicht so laufen. Ganz einfach, weil ich arschmüde bin. Empfehlung. Empfehlung. Fragezeichen wollen die auch noch. Luftpigment wahrscheinlich, ja? Lass 10 Eispigment mitnehmen, weil ich wüsste jetzt nicht, was Eispigment können, was Wasserpigment nicht können alleine. Ich nehme an, hier sind dann noch Flugpigment irgendwo unterwegs. Ja, das wäre glaube ich, hier sind Flugpigment, 100 Pro. Das wäre so die Map, wo ich mir, ansonsten würde ich jetzt nichts wissen, was so mit Wasser und Eis zusammen klarkommt. Oha. 80. Ja. Ich check schon. Ertrinken Eispigmen? Oh, okay, ja. Erstmal der. Fehler. Sehr gut. Er war ein Fehler. Was passiert, wenn die damit fertig sind? Ertrinken die dann? Sehr gut. Ja, stimmt. Die ertrinken ja nicht. Die bleiben einfach... Ja, gut. 100. Warte, kann der das nicht tragen? Warte mal. Ich lass das einfach meinen Hund machen. Warte. Wechsel. Ich hab das doch geskillt. Ja. Ganz alleine. Geil. Gute Fähigkeit. Dann gehen wir so lange hier hoch. Oha, Alter. Oh. Oh.
Oh, ich weiß noch, das ist, wo im Trailer der alle seine Pikmin verloren hat und dann zurückgespult hat. Das wird mir nicht passieren. Ich bin der beste Pikmin-Spieler aller Zeiten. Okay. Oh. Wir sind auf einer Sandburg, glaube ich. Was hat das denn für ein Geräusch, Alter? Für ein goofy-ass Geräusch. Oh. Das hat wehgetan. Egal, wir spulen nicht zurück. Wir sind keine Pussys. Vielleicht kann ich da irgendwie von oben werfen. Okay. Ist mir egal, ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt passiert ist. Was gerade passiert ist. Aber ist mir egal. Wirklich. Wenn das Spiel komisch sein will, dann soll es komisch sein. Nee, will ich nicht. Dauert zu lange, um nach Hause zu tragen, ganz ehrlich. Das ist es nicht wert. Warte, ist der schon zu Hause jetzt? Der ist schon zu Hause. Okay. Das heißt, ich kann ihm jetzt quasi sagen, dass er zu mir kommen soll wieder. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles machen soll, ey. Habe ich da einen Pikmin-Schrei gehört? Tja, who knows? Ochi wurde verletzt. Du sollst hier zu mir kommen. Was ist denn mit dir? Was macht er denn? Vollidiot. Dummer Hund, ey, wirklich. Ah, der wurde wahrscheinlich von einem Stein getroffen. Egal. Don't care. Pikmin sind keine Lebewesen. Es sind dumme Tiere, die dazu gemacht wurden, meine Befehle zu befolgen. Funktionieren die wie... Geduld, ey. Ist sie jetzt tot? Oha, die kann man mitnehmen. Gibt's hier irgendwie einen Basispunkt? Ja, hier. Oha! Das ist ja cool. Ebbe. Ah, okay. Da gibt's Ebbe und Flut hier. Muss ich zugeben, das ist ziemlich cool. Das ist hier. Einmal noch. Komm. Machen wir mal die Basis hier. Grab die Basis auf. Sehr gut. 100 von 1.
Oh, guck mal, die Fische sind alle ausgeliefert. Das ist lustig. Guck dir die Fische an. Enten. Ah, okay. Okay, wir haben unsere Pigment wieder zurück. Halb so wild. So. Ist irgendwo ein Schatz direkt in der Nähe oder ist das die Ente gewesen? Ist die Ente gewesen? Guck mal! Es ist die Brush-Statue. Die haben, als ob die Maui-Statue ins Spiel reingemacht haben. This is a certified bruh moment. Ach, nein. Will nicht so viele Eis-Pigment mitnehmen. Die sind zu wertvoll. Blaue Pigment sind ersetzbar, Eis-Pigment nicht. Ich will wirklich nur so viele mitnehmen, wie ich wirklich muss. Einfach nur, damit ich diese Teile da wegmachen kann. Okay, was machst du? Okay. Ah, okay, der macht ein paar Spitzen. Ich glaube, der ist stärker, wenn der im Wasser ist. Ich will die Maui-Statue haben. Okay. Wollen wir hier jemanden dran setzen? Ja, komm. Kann man mal machen. Wenn das Spiel ab von jetzt schwerer und schwerer wird, ist das vielleicht nicht dumm zu haben. Okay, eins fehlt, glaube ich. Zwei. Die Statue, Alter. Okay. Komm. Die Statue eines Riesen. Einfach alles töten. Dann kann es später nicht im Weg stehen. War da eine Zwiebel? Ah, ich dachte, ich hätte eine Zwiebel gesehen. Okay.
Ich brauche meinen Hund. Ah, da kommt er schon. Ich brauche gar nicht rufen. Ah, gut, okay. Lass sie noch einmal Früchte sammeln und dann. Haben wir noch ein Motivierspray? Auftrag. Such meine restlichen Pikmin, ich bin zu faul. Gut, wir haben nirgends Pikmin vergessen. Da steht aber 5 Pikmin sterben. Wo sind die? Guck mal, die sind doch da. Warum wird er die nicht holen? Sammel Pikmin. Fauler Scheißhund. Weißt du was? Die werden jetzt sterben und es wird die Schuld von dem Hund sein. Er wird nie... Das ist die Schuld vom Hund, weil er die nicht holen wollte. Er wird sie immer in seinem Schlaf sehen, wie sie langsam gegessen werden. Expedition beenden. Das ist die Schuld, wie die dich mehrfach bestätigen lassen. Bist du dir sicher, dass du deine 5 Soldaten stolzen Seelen zurücklassen willst? So. Ich will ja nichts sagen, aber... Oh. Leute lügen über Among Us. Ich finde gut, dass Nintendo Spiele über Gastarbeiter macht. Ja, echt so. Ich sag mal so, wenn die wollen würden, dass ich Pikmin nicht so abschlachte, dann sollen die sie nicht so ersetzbar machen. Weißt du, was ich meine? Die denken, das reicht so, wenn die so halbwegs niedlich machen, dass ich mir dann so denke, oh nein, die süßen Pikmin. Nee. Okay. Warte, lass mich kurz nochmal meine Leichen angucken, um mich zu motivieren. Hm, ja, meine Sammlung wächst. Exzellent. Okay, lass uns aufbrechen. Meine Sammlung an bewusstlosen Leuten. Weiter geht's. Sehr gut. Eieiei, wie viel scheiß Glitzerzeug muss ich eigentlich sammeln, bis ich dann in die nächste Welt komme? Stand gerade gar nichts. Bestimmt 1000? 10.000? Bestimmt ist es 10.000. Wäre einfach nur blöd. Leute. Ich bin seit 4 Uhr wach, Alter. Ich bin so müde. Aber ich muss dieses Spiel weiterspielen. Es geht nicht anders. Wollen immer, dass ich so viele Eispikmin mitnehme. Ich check nicht, warum. 10 reichen wirklich. 10 sind genug. Okay. Da ist eine Höhle. Da ist eine Pflaume. Okay, wir machen das folgendermaßen. Die gehen da dran. Und dann wechsle ich auf Ochi. Wechsle ich auf Ochi. Den Hund. So. Gehe ich alleine die scheiß Pflaume holen. Weil der hat eine Tragkraft von 100. Der kann die einfach einpacken. Sehr gut. Wechseln. Der macht das. Kriegt der hin. Warten wir, bis sie die Brücke fertig gebaut haben. Meine treuen Sklaven. Die Menschen nicht in einer Sitzung das Spiel durchspielen. Echt so. Leute meinten auch zu mir, genießt das Spiel. Gibt's doch nicht. Kann man doch nicht machen, Alter. Wofür habe ich dann 60 Euro bezahlt, wenn ich das nicht in einer Sitzung durchsuchte? Okay. Töte die Qualle. Ignoriere die qualvollen Schreie, die haben überlebt. Weil die wurden noch nicht runtergeschluckt. Die haben nur den... Oh, die Freiheitsstatue. Wie komme ich da ran?
Will keine gelben Pikmin rausholen. Die zwingen dich immer, gelbe Pikmin rauszuholen. Einfach nur, weil die... Oder ist das für Flug-Pikmin? Vielleicht finden wir Flug-Pikmin. Das kann natürlich auch sein. Dann nehme ich, dann halte ich meine Fresse. Lass mal gucken, ob wir Flug-Pikmin finden. Weil das hat... eine dritte Pikmin-Art gezeigt, die hierfür empfohlen wurde, die ich nicht habe. Und die einzigen Pikmin-Art, die ich noch nicht habe, sind Flug-Pikmin. Na, Flug-Pikmin lila und weiße habe ich nicht. Aber ich glaube kaum, dass lila oder weiße in einem Wassergebiet empfohlen werden. So, ja, ja. Die schweren Pikmin, die 10 Kilo wiegen, lass die, nimm die ganz dringend fürs Wassergebiet. Ja, scheiß drauf, lass den da. Oh, ein Fisch. It's a fish. Okay. Komm zu mir. Der darf das auch wegtragen. Der Hund macht die ganze Arbeit hier. Wo ist der Hund? Da kommt er. Der darf das auch wegtragen. Der hat die Ehre. So. Der Hund macht alles. So, haben wir doch gekillt. Go Hund! Wie kommen wir hier mit Eis-Pikmin rüber, ist halt die Frage. Oh. Das packt er, oder? Ja, ja, das hat er im Griff. Das hat er im Griff, ich vertraue dem. Lass die Eis-Pikmin mal hier lassen. Warte. Oh. Nein, hör doch auf mit dem Scheiß. Ich hasse es. Entlassen. Ja, komm, macht was ihr wollt. Ah, eine Höhle. Wasserhöhle, okay. Oh nein! Die haben die Unterwasserburg aus Pikmin 2 hier reingemacht. Gut. Gut. Ich hatte heute nicht vor zu leiden, aber anscheinend will das Spiel, dass ich leide. Ach du Scheiß, die haben die Unterwasserburg aus Pikmin 2 hier reingemacht. Ich weiß nicht, ob du bei Pikmin 2 dabei warst, wo ich das gespielt habe, aber das ist da, wo das Monster dir folgt. Och nein. Aber die haben das bestimmt nicht so schwer gemacht, oder? Das können die ja gar nicht machen. Soll ich die Schätze wegtragen, wenn ich keine Feuer-Pikmin habe? Ah, die tragen das in die Richtung. Sag nicht, die tragen das an dem vorbei. Doch, die tragen das an dem vorbei. Wir müssen den ins Wasser locken. Anscheinend reicht das nicht. Er hat keine Lust. Den einfach respektiere ich irgendwie. Mach Feuer, mach Feuer. Mach Feuer. Mach doch Feuer jetzt! Die Unterwasserburg hier reingemacht haben, ey. Ach du Scheiße. Diese Scheißkristalle gehen mir so auf den Sack. Ich sammle die nie richtig ein. Oh mein Gott, die sind so im Weg, Alter. Für ein so ein Kristallding soll ich einfach ein Pikmin von mir aufgeben.
Komm. So. Habe ich ein paar Pikmin verloren, aber was soll's. Geht nicht anders. So. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Okay. Ich habe jetzt schon sehr viel Schaden genommen. Das ist gut. Ich glaube, ich werde die Burg nicht überleben. Ihr fahrt nicht durch das... Natürlich geht ihr durch das Feuerding durch. Warum auch nicht? Ja. Ah. Manchmal hasse ich dieses Spiel so richtig hart. Komm ins Wasser. Ach, er kommt nicht ins Wasser. Komm jetzt ins Wasser, Alter. Oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel so sehr. Die müssen das natürlich an den vorbeitragen. Schnell, du musst ihnen helfen. Ich habe gerade absolut gar keinen Bock mehr. Er will nicht ins Wasser kommen. Er ist am Trollen. Komm doch ins Wasser jetzt. Komm ins Wasser jetzt. Er ist am Trollen. Was ist das denn für ein Scheißspiel? Fick dich ins Knie, ohne Scheiß, Alter. Ich deinstalliere dieses verwichste Spiel gleich. Was soll das denn? Komm ins Wasser, du Kackvieh. Nur weil Nintendo keine scheiß KI programmieren kann. Oh, ich habe keine Lust mehr. Hallo? Das Ganze gleich wirklich auf. Ich habe gleich keinen Bock mehr. So. Wäre der dem jetzt gefolgt, hätte ich das Spiel, glaube ich, wirklich deinstalliert. So nach dem Motto, ich folge dir nicht, aber nur um dich zu trollen, folge ich dir dann. Schieß mir ins Gesicht. Und ich habe auch noch nicht alle Schätze auf der Ebene hier. Wo ist der letzte? Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Folgendermaßen. Es geht entweder richtig schief oder geht richtig gut. Der ist gerade einfach über die Leiche drüber gegangen. Okay, pass auf. Ich nehme an, der kann da nicht drüber fahren. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Zur Not spulen wir zurück. Hier sind zwei Schätze, nein!
Als ob der da nicht einfach vorbeigegangen ist. Geh mir nicht. Wenn er jetzt stirbt, wirklich. Geh doch! Ich mach die komplette Ebene nochmal. Scheiß drauf. Ich hab grad das Negative von Spaß. Ich hab grad Minus Spaß. Weiß nicht, ob das das Ziel von dem Spiel ist. Ich meine, die normale, bei Pikmin 2, die Wasserburg, die war auch nicht gerade toll, aber die hat sich wenigstens fair angefühlt. Hier geht dir alles nur auf den Sack. Oh. Ach, so weg. Oh mein Gott. Jetzt geh mir nicht auf den Sack. Wirklich. Ist ja unglaublich hier. Nicht der Hund! Wir versuchen das noch einmal. Okay? Wenn das dann nicht geht, dann gehe ich offline. Ich habe wirklich keine Lust mehr gerade. Das ist so schlimm! Warum schickt er als den Hund raus? Die Controls sind so scheiße von diesem Spiel. Wirklich. Er weht die ganze Zeit den scheiß Hund aus. Warum sollte ich mit dem Hund kämpfen? Wirklich. Warum fangen die an zu brennen? Es ist doch alles traurig. Hör mir doch auf. Schon wieder, Alter. Er sendet als den Hund raus. Ich check das nicht. So nach dem Motto, nimm meine wichtige Asset. Ja, ja, komm. Stirb, Hund, stirb. Weißt du was, wir machen das jetzt so. Wir lassen den Hund jetzt hier zurück. Der bleibt jetzt hier. In Sicherheit. Weil der sich die ganze Zeit... Der hat so selbstverletzendes Verhalten. Der hasst sich selber. Es ist der Emo-Hund. Okay. Ja, die müssen natürlich wieder an dem vorbei. Ich habe aber eine bessere Idee dafür. Ich will den... wir müssen den töten. Wir müssen den töten. Ah, ja, ja, ja. Komm. Komm. Eben ist er sofort aufgestanden. Jetzt muss ich ihn hier reinlaufen. Komm doch! Hallo! Ich finde, dieses Spiel ist so möchtegern schwer. Das Spiel hat so ein paar Bullshit-Sachen, die das so manche Sachen ziemlich challenging machen. Aber es ist nicht natürlich challenging, so fair challenging. Es ist einfach nur, die Controls sind unangenehm auf der Switch. Dieses billige Plastikding aus China, Alter. Okay. Also, die gehen jetzt wieder durchs Feuer. Die gehen jetzt wieder durchs Feuer, weil das geht nicht anders. Die können nicht anders rumgehen. Nehmen wir das hier mit mal eben. Dankeschön.
Guck mal, wie er mir jetzt bis nach Bagdad folgt. Eben ist er nicht ins Wasser gegangen. Jetzt geht er sofort ins Wasser rein. Ja, geh dich selber ficken. Wirklich, Spiel. Gut. Ich habe keine Zeit, den ganzen Scheiß. Okay, gucken wir einfach, wie weit die da kommen. Ja, egal, Opfer mehr. Junge, wie, du kannst so gar nicht zielen. Hallo, ich will die Beere, ich will die Beere, ich will die Beere, ich will die Beere. Bitte gib mir die Beere, die Beere, die Beere. Visier bitte die Beere an. Visier bitte die Beere, die Beere, die Beere, die Beere. Die Controls sind so schlimm in diesem Spiel, ich weine. Ich will die Wii-Fernbedienung wieder haben, so sehr. Wirklich, ich gehe in die Vergangenheit zurück. Ich sorge dafür, dass jeder Mensch, der sagt, dass Bewegungssteuerung scheiße ist, öffentlich hingerichtet wird und damit ein Exempel statuiert wird. Nur damit die Switch auch Bewegungssteuerung kriegt in der Zukunft. Ich sorge dafür, dass eine alternative Realität erschaffen wird. Weil so können wir wirklich kein Pikmin spielen, Alter. Das ist schlimm. Oh. Gut. Okay. Wann kommt eigentlich das Wasservieh? Ich glaube, das ist ein unsichtbarer Timer, bis es kommt. Ich dachte gerade, dass ich deinen Stream verpasst habe, weil es schon zu spät ist, Bruder. Ich hatte mich die Kehle rausgesetzt. Ah, warum? Was hättest du verpasst? Ich, wie ich den Bildschirm anschreie. Okay. Wie ich den Bildschirm anschreie, weil ein Visier nicht auf die Beere gehen will. Okay. Wir können sofort gehen. Ich habe alle Schätze. Ah, das ist so unangenehm. Das wird so unangenehm. Ohne Zeit zurückspulen hätte ich schon aufgegeben, wirklich. Absolut unangenehm. Ich schneide mir die Kehle raus, wenn ich weiterhin mit diesem scheiß Plastikding aus China spielen muss, wirklich. Ich hätte mir vielleicht einen Pro-Controller hierfür holen müssen. Ich bin eigentlich dafür, dass wir den Captain mit niedrigem Leben in der Basis lassen, aber egal, wir lassen es dabei. Hallo. Oh. Okay. Was ist das? Was müssen wir hier machen? Check ich nicht ganz. Check ich nicht ganz. Wir werden sehen. Ich finde, man nimmt viel zu viel Schaden in dem Spiel. In den alten Teilen hat man das nicht so gemerkt, mit dem Captain-Leben. Hier merkt man das viel zu stark. Oha, Alter. Was ist denn hier los? Keine Chance. Oh, die Kinder kommen, die Kinder kommen. Ich habe ihre Mutter vor ihren Augen ermordet. Keine Pikmin verloren, oder? Gut. Das Ding nenne ich einfach Controller. Ich nenne das Ding nicht Controller. Controller, da drückst du einen Knopf, weißt du, und dann macht das, was du willst. Hier drückst du einen Knopf und da hast du so 50-50 Chance, dass du das anvisierst, was du willst.
Und eine 50-50 Chance, dass du ein Pikmin direkt in den Tod schmeißt, einfach so. Was soll's, ne? Wirklich. Was soll's? Oh Gott. Das nehmen wir nicht mit. Ah, ein Hundetunnel. Skrr, skrr. Hier ist ein Schatz oben wahrscheinlich, ja? Oder ein Knopf. Eisenzäune sind im Boden verschwunden. Ah ja, das war schon nötig. Komm her! Komm zu mir, Schatz! Eieieiei. Oh Gott. Oh Gott, das ist... Ja. Passt aber, passt. Haben wir im Griff. Alles machbar. Ich glaube, wenn der Captain stirbt, bin ich sofort tot. Kann das sein? Habe ich irgendwas zum Heilen dabei? Nein. Ich bin gefickt. Ich bin absolut gefickt. Ich bin absolut gefickt. Ein Schlag und er ist tot. Glaube ich. Egal, wir können immer die Zeit zurückspulen. Nini Shiki, Gründerin des Geowissenschaftsclubs. Ja, sehr interessant. War das alles? Nein, hier ist natürlich noch ein Schatz. Hier oben, wirklich? Begraben oder wie? Wir müssen uns beeilen, bis dieses scheiß Wasservieh kommt, ey. Wenn dieses Wasservieh kommt, sind wir am Arsch. Ich glaube, das kommt aber auf der Ebene hier nicht. Bin mir aber nicht sicher. Fick mein Leben. Es landet einfach direkt auf mir. Jo, fair. Fair. Jo, alle gewone-shottet. Alles klar. Ja. Ich glaube, die haben das Zurückspulen reingemacht, einfach nur, weil das Spiel nicht fertig ist. Kann das sein? Kann das sein, die haben das Zurückspulen reingemacht, weil die beim Spieltesten gemerkt haben, oh, sorry. Das Spiel funktioniert ja nicht richtig. Aber wir haben keine Zeit, das zu reparieren. Hä? Das ist doch vor 2 Minuten, oder nicht? Ach, egal. Wie spielen wir da drum, dass der auf mir spawnt? Ich auch nicht. Lernen lesen, du Keck. Das Ding nennen die einfach Control. Ah, okay. Ja, ich kann nicht. Junge. Hä? Ich verstehe gerade nicht ganz. Ah, okay. Wie soll ich da drum spielen, dass der das auf mir spawnt? Ah. Uncool, Nintendo. Richtig uncool sowas.
er denn? Ich lenke es kurz ab, dann muss ich es nicht bekämpfen. Oh, okay, cool. Es gibt jetzt zwei, eben war es nur eine. Ich weiß nicht, wo die zweite Spinne jetzt auf einmal herkommt. Ich nehme einfach mal an, dass ich mich einfach selber ficken kann. Ja, jetzt spawnt er auch auf einmal früher. Komm. Wo ist die denn? Wo ist der? Ah, da oben. Ja, One-Shot. Verstehe nicht, warum die dieses Vieh aus Pikmin 2 einfach kopieren und dann einfach schlechter reinmachen. Kommt der jetzt hier hin zu mir? Okay, also das Ding hat es schon mal reingeschafft. Guck mal, der rollt einfach auf meinem Spawn rum. Was macht der da? Okay, haust du rein, ne? Mach's gut! Ich glaube, die KI von dem funktioniert nicht richtig. Normalerweise sollte er den Kapitän folgen. Jetzt fährt er da einfach irgendwo planlos rum. Haben wir genug? Nein. Ich würde sagen, wir machen das anders. Pass auf. Ja, gut. Wollte gerade sagen. Vor allem, der berührt so den Gegenstand, den die tragen, und alle Pikmin sind automatisch tot. Im alten Teil musste der die wirklich überrollen. Irgendwas haben die mit der Hitbox bei dem verhauen. Egal. Was kann man machen, Alter? Manche Sachen werden halt unfertig sein. Wo ist der überhaupt hin? Ah, da... Nee. Das ist meine Moorrübe. Okay, waren das alle Schätze? Ja, okay. Das wird jetzt für jede Ebene so laufen. Ich hoffe, es sind nicht mehr viele Ebenen. Ich hoffe, sie haben nicht... Die haben aber die gesamte Höhle einfach kopiert, glaube ich. Scheiße. Ach, die gesamte Höhle kopiert, aber dann absolut verbuggt und das Vieh spawnt einfach in dir drin. Oh, Junge. Ah, guck mal, die blauen Frösche. Ausgang aufmachen. Okay, anscheinend kann man das nicht wegmachen. Okay.
Okay. Oh Gott, Alter, natürlich. Ja, nimm den Stein, dann kannst du nichts anderes nehmen. Ein bisschen müssen wir uns beeilen. Warum kann ich das nicht anvisieren? Tragt's einfach weg, bitte. Okay. Wie viele Schätze noch? Keine? Keine mehr. Geil. Kann der Typ von mir aus auch kommen. Wo war der Ausgang? Da. Die Ebene haben wir gut gerockt. Wie viele sind's noch? Reicht doch irgendwann, oder? Ich glaube noch zwei Ebenen. Aber die Höhle ist echt stressig. Das ist echt unangenehm. Aber im originellen Teil fand ich die viel besser. Okay. Was ist das denn hier? Pilze. Soll ich darunter verstehen? Pilze. Verlangsamen die oder was? Das ist ja unfair. Wie lange soll ich denn gegen die kämpfen? Wie viel Zeit soll ich denn mit denen verbringen? Angriff von der Seite oder schicke Oshin. Ja, dafür habe ich Zeit. Angriff von der Seite. Ich lasse mir mal Zeit, ne? Eine halbe Stunde. Warte, ich habe eine Idee. Na gut, der macht das schön weg. Sehr gut. Braver Hund. Hat er sehr gut gemacht. Weiter. Ich merke, dass da hinten gerade Pikmin sterben, aber es ist mir gerade so ziemlich scheißegal. Könnte mich gerade nicht weniger interessieren. Das Spiel ist gerade einfach extrem unangenehm. Will mit der Höhle so schnell wie möglich fertig werden. Ah, ich bin tot. Cool. Und wir spulen zurück, weil alleine ist das nicht möglich. Das macht gerade, ich weiß nicht. Junge, ich hatte noch nie so wenig Spaß. Ich bin gerade tatsächlich wirklich am Überlegen, weil ich will auch nicht
die Höhle von vorne machen, weißt du, was ich meine? Ich will mich eigentlich auch nicht zurückziehen, weil ich hasse es, Sachen in der Mitte aufzuhören. Weißt du? Das ist gerade extrem unangenehm für mich. Diese komplette Höhle ist extrem unangenehm, von vorne bis hinten. Der zielt automatisch auf den Kopf. Wie soll ich denn daneben zielen, wenn das Spiel für mich zielt? Weißt du, was ich meine? Der klickt automatisch auf den Kopf drauf. Was soll ich denn machen? Guck, der klickt automatisch auf den Kopf. Was soll ich denn gegen dieses Auto-Aim machen? Ich muss Y draufdrücken. Oh ja, cool. Und das geht auch nicht. Sehr gut. Gutes Spieldesign. Das hat definitiv jemand getestet. Scheiß Japaner. Was haben die sich da denn gedacht, Alter? Check ich nicht ganz. Aber okay. Man kann ja zurückspulen. Das entschuldigt alles. Weißt du? Schick einfach mehr. Ja, perfekt. Egal. Wir haben den Schatz. Wir können miteinander spielen da. Juckt mich nicht. Lass den die Leiche da rumtragen. Dann ist der beschäftigt und dann müssen wir uns nicht um den kümmern. Weil der hat jetzt die Leiche da und der macht damit nichts. Oha, der hat eine Bombe. Warum hat das Schaden gemacht? Wie soll ich die denn wegmachen? Ah, ich muss die mit einer Bombe wegmachen, oder wie? Okay, alles klar. Sehr gut. Das war fair. Hä, wie soll ich denn da reingehen? Oh je. Sag jetzt nicht, die kommen da nicht raus. Vielleicht muss ich die Pilz hier wegmachen. Vielleicht dann? Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, Spiel deinstalliert. Okay, diesmal werfen wir Pikmin. Oh, der macht ja Gift. Ich glaube, der ist besser, wenn wir den ignorieren. Gegen den kommen wir nicht an. Nein, unangenehm, absolut unangenehm. Aber was soll's. Werfen mehr drauf und dann hoffen wir, dass der einfach durchkommt. Nein! Egal. Passt. Was ist hier drin? Nichts. Okay. Das ist einfach nur eine kurz Abkürzung.
Ja, gut, jetzt ist er da. Aber der ist weit weg. Siebtes deutsches Fernsehen. Was hältst du bisher? Tatsächlich überraschend nicht so gut. Wo ist der letzte Schatz? Sag jetzt nicht, man muss das eine Monster da besiegen. Man muss das eine Monster da besiegen. Das ist nicht dein Ernst. Tötet der das? Vielleicht können wir den dazu benutzen, das zu töten, wenn das... Der Hund ist geistig behindert. Der Hund hat sich gerade selbst ermordet. Egal, wir gucken, wir testen das. Tötet der Monster. Okay, wir können ihn benutzen, um das Vieh zu töten. Rein theoretisch. Lass das mal machen. Ah, guck mal, der Hund lebt noch. Der ist nur halb K.O. hier auf dem Boden. Aufwecken. Sehr gut. Sag. Ja, ist schon. Es ist tatsächlich sogar verbuggt. Das Vieh, was mir gerade folgt, ist eben einmal auf mir gespawnt. Absolut fair. Also, ich weiß nicht. Die haben sich gefühlt nicht so viel Mühe gegeben, wie man sich das denkt. Die hatten 10 Jahre, haben die sich dafür Zeit gelassen. Für sowas. Ist eigentlich ein bisschen traurig. Es ist nicht komplett scheiße. Es ist gerade ein bisschen übertrieben, weil ich bin gerade auch ein bisschen mad. Aber trotzdem. Es ist nicht so, wie es sein soll, wie ich es mir vorgestellt habe. Hallo! Intelligenzbestie. Folgt mir. Töte ihn. Töte ihn. Ja! Okay, gut. Folgendes ist der Plan. Ich werde ihn ablenken und der Hund holt sich das. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das reißen will. Aber solange die KI vom Hund relativ schlau ist, kriegen wir das irgendwie hin. Wir werden das so nicht hinkriegen. Der Hund wird fünfmal sterben. Aber er respawnt ja. Also ist nicht so schlimm. Ihr habt ja nichts dagegen, wenn ein Hund fünfmal brutal erschlagen wird, oder? Bestimmt nicht. Okay, er campt gerade mein Haus. Soll mir recht sein. Okay, er geht in die andere Richtung. Das ist sehr gut. Vielleicht packen wir das. Er ist aber leicht schneller. Egal. Viel Glück, Hund. Ich wünsche dir alles Gute. Wir machen das Stück für Stück, wenn es noch ankommt. Hier ist es zu gefährlich. Ja. Die sagen schon, ich soll. Verpiss dich! Ja, der Hund wird jetzt nochmal. Ja, guck mal, wie knapp der davor ist. Der ist fast da. Tschüss, Hund. Aber der Apfel ist jetzt fast da. Das ist materieller Wert. Guck mal, der Hund liegt da jetzt. Wir gehen nochmal einmal im Kreis. Nein, campt doch nicht die Leiche vom Hund ab. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt die Leiche vom Hund die ganze Zeit abcampt. Okay. Actionreiche Szene gerade auf jeden Fall. Ich bin so angespannt. Den Rest können die Pikmin machen. Wach auf, du Drecksköter. Sehr gut. Das hätten wir. Okay. Jetzt muss er nur noch aufhören, den Ausgang abzucampen und dann können wir gehen.
Egal, lass schnell zum Ausgang jetzt gehen. Ach, du Scheiße. Uff. Komm, lass es jetzt vorbei sein, wirklich. Die Höhle ist schlimm. Die Höhle hat mir gerade jeden Willen geraubt, dieses Spiel wirklich weiterzuspielen. Oh ja, gut, okay. Das ist die letzte Ebene. Ach, du Scheiße. Der Boss ist eigentlich relativ leicht. Eigentlich, wenn sie ihn nicht wirklich verändert haben. Was ich denke, dass sie zu faul dafür sind. Okay. Also. Folgendes ist mein Gameplan. Wir lassen den Hund hier. Obwohl, wir greifen mit dem Hund an. Das ist, glaube ich, schlauer. Wir greifen mit dem Hund an. Und der Captain bleibt hier. Das ist, glaube ich, schlauer. Weil ich glaube, der Captain respawnt nicht. Entlassen. Da bleibt der Captain hier in der Basis, sicher am Chillen, hier in der Ecke. Und der Hund geht einfach die ganze Zeit rein. Gut. Lilane Pikmin! Sie sind wieder da. Okay. Ich finde das ein bisschen blöd, dass sie die Höhle 1:1 kopiert haben. Wirklich. Und dann auch noch so schlecht. Weiß ich nicht, was ich dazu sage. Eigentlich nicht so gut. Murat, willst du reden? Discord? Oder bist du gerade beschäftigt? Wenn du überhaupt noch da bist. Ich kann ein bisschen talken, wenn du willst. Mal gucken, ob die Lilanen wieder gebufft haben. Die waren ja im letzten Spiel richtig scheiße. Okay. Sehr gut, das haben die richtig gut durchdacht. Man kann die nicht richtig draufwerfen. Ist das nur, weil ich den Hund spiele, oder warum kann ich die da nicht richtig draufwerfen? Sag jetzt nicht, dass es verbuggt. Ich wollte gerade sagen, zum Glück. War nur, weil ich den Hund gespielt habe. Okay. Ach, komm. Das Spiel will wirklich nicht, dass ich es cheese. Aber das Spiel hat es nicht verdient, dass ich diese Höhle normal spiele, wirklich. So, jetzt. Er geht nach dem Captain. Er geht zum Captain. Als ob. Was für ein Arsch. Fick dich ins Knie. Okay. Plan B. Wir kämpfen normal. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Ich glaube, man merkt's. Hey, du Hurensohn. Du siehst voll aus wie ein Penner. Ich bin auch gerade ein richtiger Penner. Ich bin gerade so am Schwitzen. Wenn wir nur diese Höhle fertig machen. Das ist ja kacke. Man kann ja sofort weiter angreifen. Witz. Witz von Bossgegner. Ah, einmal muss man kurz warten.
Ich glaube, der kann gar keinen Schaden mehr machen. Der ist, glaube ich, fertig. Bleib hier, du Hurensohn. Komm, nimm deine Bestrafung an. Ich glaube, wir haben heute gemerkt, dass wir definitiv meine Leben upgraden. Guck mal, der tut so, als würde er spazieren gehen, Alter. Sterb endlich. Was ist das? Irgendeine Disc von irgendeinem Spiel. Oh mein Gott. Was eine Höhle, ey. Du schwitzt so hart in einem Spiel für Sechsjährige. Junge, ich schwöre dir, dieses Spiel ist für Sechsjährige. Junge, hätte ich das als Sechsjährige gespielt, ich hätte mich erhangen, wirklich. Diese Höhle war so unglaublich unangenehm. Mopis. Ja, yeah, das war es absolut leert. Zum Glück haben wir Mopis gerettet. Mein bester Freund Mopis. Ach du Scheiße. Oh. Nicht alle Schätze gesammelt, was? Ah, hier sind noch welche. Wo denn? Das wäre es gewesen, Alter. Ich hätte mein Spiel zerstört. Arschlöcher, die haben hier noch einen Schatz vergraben. Was sind da vergraben? Pinke Farbe. Lilane Farbe. Ja, egal. Ach du Scheiße, was für Arschlöcher. Die haben da noch einen Schatz vergraben. So nach dem Motto, geh zurück, bekämpf ihn nochmal. Feels weird, man. Passiert. Kommt, meine Kinder und Sklaven, los! Schneller! Geht doch. Jetzt haben wir Bade, oder? Ja, jetzt haben wir alle. Ach du Scheiße, ey. Yay, Muppes, der dich wahrscheinlich, wo du als Kind warst, geschlagen und vergewaltigt hat. Du meinst dieses... Meinst du dieses fucking Wassermonster? Ich schwöre dir... In Pikmin 2 war der besser. Der hat sich fairer angefühlt in Pikmin 2. Der war in Pikmin 2 gruselig, aber fair. Und hier war der einfach nur so, der spawnt einfach auf dir wie so ein dreckiger Hurensohn, Alter. Was ist das? Das ist doch nicht gruselig, das ist einfach nur nervig. Ach. Spawn Camping. Aber wir sind jetzt auch woanders, what the fuck? What the fuck? Nee, lass die Lilanen drin, Alter. Die Lilanen sind zu wertvoll. Braucht man die hier? Ich frag mich, wofür man die hier brauchen wird. Ah, das Wasser wird wieder abgelassen. Ja. Das müssen die mir jedes Mal zeigen. Ich frag mich, ob es eine lilane Zwiebel gibt jetzt. Das wäre cool. Würde ich feiern. Eine Ocarina! Ocarina of Time. Warum habe ich jetzt wieder volle Leben, ha? Huh? Ich habe wieder volle Leben. Ich meine, ich appreciate das schon ein bisschen, aber ist ein bisschen komisch. Wir haben gerade Pikmin verloren. Egal. Egal. Sie sind für ihr Land gestorben. Irgendwer stirbt.
Woran sterben die? Ah, okay. Es ist ein Festmahl. Oha, der hätte sogar eine Frucht. Okay. Okay, wir tragen ganz schön viel nach Hause jetzt. Oha, oh Gott. Noch eine Höhle? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe. Wirklich. Ich bin mental habe ich die alte noch nicht verarbeitet. Oh, noch mehr. Das hier. Ah, das ist von diesem einen Vieh, das wir gekillt hatten. Kann man eigentlich mal mitnehmen. Ach, guck mal, den Schwamm hatte der gar nicht richtig mit nach Hause gebracht. Okay, das können wir schon mal aufmachen hier. Ich finde die Kinder im Krankenhaus spawncampen direkt an der Quelle. Ja. Der geht so in den Geburtsraum rein, Alter, und schlägt einfach allen schon mal in die Fresse, damit die schon mal wissen, was sie vom Leben zu erwarten haben. Okay, was ist hier drin? Mein fetter Penis ist hier drin. Was ist das? Was ist das hier? Visier das andere an. Ugh. Okay, unnötig, brauche ich nicht. Oh Junge. Vergewaltige ihn. Okay. Was ist das hier oben? Das ist wahrscheinlich die Frucht. Oder die Frucht, der Schatz. Sammeln ja keine Früchte mehr, das ist vorbei. Ja, eine schwarze Ente. Es ist Tyrone. Wir tragen die so weit es geht. Die Pikmin können sterben, die tragen. Dann halt so. Kann man nicht verhindern. Es gibt Sachen, die kann man verhindern. Es gibt Sachen, die kann man nicht verhindern. Ah, die schaffen es noch nach Hause. So weit weg ist das nicht. Wenn nicht, dann haben sie es verdient. Okay, das Gold haben die hier eingesammelt. Sehr gut. Was ist eigentlich hier? Ist da noch eine Höhle? Nee. Okay, sie haben es nach Hause geschafft. Sehr gut. Gummienten komplett. Uff. Okay. Was ein Tag, Alter. Schlimmster Tag aller Zeiten. Wie bei den Chinesen, die werden geboren und müssen arbeiten. Ja, echt so. Die Pikmin sind wirklich so. Die kommen raus so, die kriegen so direkt so Arbeitsvertrag und unterschrieben so. You work for me for the rest of your life. In Klammern alle 2 Monate. Alle 2 Monate und dann sterben die so brutal. Werden die brutal von mir zurückgelassen und ich interessiere mich einfach nicht dafür. Ja, es gibt so Leute. Ich war mal tatsächlich so,
dass ich wirklich versucht habe, dass so keine Pikmin sterben. Aber inzwischen ist mir das so unglaublich scheißegal, wenn Pikmin sterben. Wirklich. Es ist einfach... Sie sind Zahlen auf einem Bildschirm. Sie sind nicht mehr für mich. Ich habe keine emotionale Verbindung zu ihm. Okay. Was trainieren wir dieses Mal? Hab's 2. Ich weiß nicht, ob Schaden wirklich gut ist. Heilen ist, glaube ich, tatsächlich schlau. Lass mal Heilen reinmachen. Weil das Ding ist, die Pikmin machen den meisten Schaden. Ich will gar nicht, dass der so kämpft. Okay. Okay. Gut, dann upgraden wir uns mal. Ich habe ein neues Item entwickelt. Eine richtig geile Penispumpe, hoffentlich. Okay, was hat er entwickelt? KP-Verstärker Plus. Ja, lass das definitiv reinmachen. Ist ja nicht so, als wären wir gerade so 5-mal gestorben. Für den auch. KP-Verstärker Plus Plus. Kriegt der gar keinen Schaden mehr, oder wie? Stirnlampe Plus. Ja, komm. Was gibt's noch so? Flinkstiefel. Luftschild. Ermöglicht Schäden, Raumanzug durch nichts als weiter als Luft zu reduzieren. Noch weniger Schaden. Heimkehrsignal. Ah, da gehen alle Pikmins automatisch nach Hause. Dreifachschlag. Okay. Schatzanzeiger plus. Und Giftschutz. Ja. Ich denke, wir behalten den Rest, den wir gerade haben. Weil du musst immer gucken, dass du Brückenteile noch hast. Das ist das Wichtige. Penisschuss plus plus plus. Jarak-Schutz plus plus plus. Horst plus plus plus. Schütz dich vor wehrfähigen Flüchtlingen. Wenn Horst kommt, bist du sicher. Ich glaube hier nach... Ich weiß gar nicht, gibt es hier nach überhaupt noch eine Map? Weil das zeigt mir gar keine weitere... Ey, ich gehe, ich bin richtig müde von heute. Okay, alles gut. Schöne Nacht, schön Schlaf. Ich mache, glaube ich, auch nicht mehr so lange. Ich spiele wahrscheinlich noch 1 oder 2 Tage. So viel kann ich mental auch nicht mehr... Nach der Höhle, die Höhle hat mich mental fertig gemacht eben. Also das war schon ganz nah an meinem Limit für heute. Okay. Was machen wir denn? Lass erstmal die Schätze auf der Überwelt sammeln. Ich habe gerade nämlich keine Lust auf Höhle. Hier ist einer. Das Spiel ist so schön, aber man achtet da so gar nicht so richtig drauf, finde ich. Die Grafik ist halt wirklich gut. Also es geht alles immer so schnell. Warte. Dann hole ich halt, keine Ahnung, 10 gelbe Pikmin raus. Das ist sau nervig, dass sie das gemacht haben eigentlich. Nur um mir auf den Sack zu gehen wieder. Die empfehlen blaue und Eis-Pikmin und dann packen die da so ein Hindernis hin. Och, geh mir nicht auf den Sack, wirklich. Ich gehe immer aus Versehen auf Empfehlung. Okay, komm. Gib mir gelbe. Frag mich wirklich, ob pinke dabei sind. Ob die pinke mit reingemacht haben. Das will ich eigentlich auch noch wissen. Aber ich glaube, das werden wir heute nicht mehr rausfinden, ob Pinke dabei sind oder nicht. Ich glaube, die Leuchtpikmin ersetzen die so ein bisschen. Okay. Was hätten wir hier? Da ist eine Höhle. Lass erstmal die restlichen Überweltschätze sammeln. Dann überlege ich, ob ich noch die Höhlen mache hier. Ich war bei der Höhle nicht dabei. Ist es so schlimm? Was ist passiert? Wir wollen nicht drüber reden.
Wir sind alle traumatisiert von der Erfahrung in der Höhle. Du musst dabei gewesen sein, um es zu wissen, was in der Höhle passiert ist. Ich werde es sicherlich in ein Video reinmachen, wenn ich ein Video hier drüber mache, wahrscheinlich. Ja, okay. Packen wir die Gelbe. Die Gelben haben ihren Zweck erfüllt. So. Okay, so. Wir gehen. Lass da ins Wasser gehen, ja. Lass mal ein bisschen Wasser erkunden. Einfach Boot fahren. Oha, hier ist was begraben. Was haben die hier begraben? Boah. Oha. 100. Nee, 20. Ich wollte gerade sagen, das war das Eis. Folgendes machen wir. Ich habe das nicht umsonst geskillt. Geh mal kurz als Ochi hier hin. Ah. Ja. Alles klar. Ja. Ja. Danke, Spiel. Ja. Alles klar. Pikmin 4. Ja. Leck mich halt am Penis. Geht doch. Ich habe so langsam wirklich das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen kaputt ist. So. Oh. Oh Gott. Was für Pick war das, Alter? Ja, genau, Alter. Leck mich doch am Penis. Hole ich die da raus? Ah, die kommt von selber raus. Okay. Warte. Ja, okay. Ah, ja, 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 ja. Oder die Beschreibung Pikmin 4 Hype. Ja, ja. Es sind einige Sachen passiert. Eif. Seen things. Ja, komm. Ah, guck mal, die Eis-Pikmin können auch schwimmen. Sehr gut. Okay. Lass mal kurz die blauen Pikmin, die uns da in dem Unfall gerade gestorben sind, mal kurz ersetzen. So. Kurz ersetzt. So. Folgendes. Auf der Sandburg waren wir auch noch nicht drauf. Da will ich auch noch drauf gehen. Ich habe das Gefühl, da oben ist irgendwas Besonderes. Das ist so mein sechster Gamer-Sinn, der mir das sagt. Da oben ist irgendwas. Das will ich eigentlich noch wissen, was da oben ist. Okay. Hier ist ein Bossgegner wahrscheinlich. So in der Art. Ja, beißt halt meine Pikmin. Ah, ja. Okay. Ja, lass vielleicht die Viecher doch töten. Sie sagen so, kann ich da Pikmin-Schreie hören? Aua. Okay. Ja, die regeln das.
Rettet euren Kollegen. Sehr gut. Okay. Gräb. Okay, das haben wir. So, das haben wir auch. Oha, die sammeln die komplett. Die haben die früher gepflückt, das haben die rausgemacht. Wie uncool. Kurz mal die Opfer ersetzen, die wir hier gehabt haben. Okay, was gibt's hier drüben? Mehr Tod und Verderben. Das ist eine Zwiebel. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Ja, killt die kurz. Oh, da kommen sie. Ja, jetzt kommt, geht das Wasser nach unten. Ah, killt ihn doch. Danke. Okay. Ich gehe mal kurz von OG runter. Wenn ich das hier irgendwo kann. Lass mich doch an Land. Ich bitte dich. Okay. Okay. Zwiebelerweiterung, yippie! Ja, die Muschel können die auch mal mitnehmen. Das haben die sich verdient. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein? Gut. Okay. Ah, das Vieh hier sollten wir vielleicht killen, wenn es geht. Ah, nee, wir haben nicht die Pikmin dafür. Wir müssen vorbeigehen. Ja. Sehr gut. Das hat sehr gut funktioniert. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Folgendes. Wir ignorieren den. Wir gehen jetzt hier raus. Ich wechsle auf den Hund. Geh da rein. Und da der Hund nicht geistig behindert ist, geht der da wirklich dran vorbei. Weißt du? Der bleibt nicht stehen wie so ein Vollidiot. Tja. Man muss ein bisschen Grips haben im Kopf, wirklich. Die bleiben einfach so stehen, so, ja, bitte ess mich. So. Hau rein. Die machen sich wirklich nicht leicht. Die Beschreibung sollte sein, lass nicht darüber reden oder mental zerstörte Spiele. Ei. Uff. Ich habe keine Zeit, auf die Pyramide drauf zu gehen. Auf die Sandburg. Müssen wir am nächsten Tag machen dann. Oh, Junge. Meine Nase. Sehr gut. Hello. Gut. Lass mal den Tag beenden, weil was mehr mache ich sowieso nicht. Und dann lass am nächsten Tag auf die Sandburg gehen. Wann spielst du mal wieder was Brutales? Nächste Woche. Nächste Woche, wenn ich Urlaub habe, fangen wir an. Cult of the Lamb zu spielen, auf der schwersten Schwierigkeitsstufe, die habe ich gerade freigeschaltet. Die heißt irgendwie gnadenlos oder so. Und dann mache ich auch Twitch-Integrations an. Das heißt, ihr könnt mich auch so ein bisschen quälen. Das wird... wird schlimm. Weil ich mich seelisch noch mehr zerstören will.
Ich hänge mich von der Decke. Das wird das Ziel des Streams sein dann. Okay. Ja, wir gehen einfach wieder feuerfrei. Das wird aber der letzte Tag. Das ist der letzte Tag, den ich spiele. Dann spielen wir morgen weiter. Weil ich will auch noch Anime gucken. Und ich muss doch noch was bestellen. Ist mir gerade eingefallen. 40 Gramm Plastik-Sprengstoff. Kommt am 12.12. nicht auf die Domplatte. In Minecraft. Ja. Aber wie gesagt, ich wusste schon, dass Pikmin so... dass nicht so viele Leute Pikmin mögen. Habe ich mir das schon so gedacht. Aber ich dachte, wenigstens ich habe Spaß heute. Ich hab mich ein bisschen getäuscht. Wir brauchen gelbe. Wir müssen gelbe mitnehmen. Okay. Alle aufsteigen. Ei. Aber wenn du dich von der Decke hängst, darf ich mich nicht mehr beleidigen, um gebannt zu werden. Wie denn gebannt werden? Du tust so, als wären hier so Twitch-Mods im fucking Chat. Das juckt die doch nicht, Junge. Die sind bei irgendeiner Just-Chatting-Streamerin, die halb nackt ist, sind die im Chat. Da sind die Twitch-Mods. Nicht bei männlichen Leuten. Bei männlichen Leuten kannst du sagen, was du willst im Chat. Das ist scheißegal. Okay. So. Sehr gut. Läuft. Okay, hier geht's weiter hoch. Lass ihn mal töten. Wir müssen ihn, glaube ich, töten. So. Ja, hier ist ein Boss oben. Was zum Fick bist du? Wie besiegt man dich? Man muss den von hinten angreifen, glaube ich. Ja, das war ein bisschen blöd jetzt. Sehr gut. Nice. Neue blaue züchten, die wir alle verloren haben. Sehr gut. Ach. Anstrengend. Anstrengend sowas. Oh, da ist, glaube ich, noch ein Bossgegner. Oder was ist da oben drin? Kletterstab ist ausgefahren.
Wie die mit Goldstücken klettern können, weiß man nicht. Unbekannt. Haben Wissenschaftler noch nicht herausgefunden. Muss seine Schamhaare angreifen. Ja, ja. Richtig so. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was hier oben ist. Noch ein Bossgegner oder was? Sieht zumindest so aus nach noch einer Arena. Work faster, work faster, work faster. Ah, ich kann den Hund da gar nicht mit hochnehmen. Okay. Wir müssen kurz was wechseln, weil Gelbe kann ich da eh nicht mit hochnehmen und den Hund auch nicht, also wechseln wir gerade mal. Perfekt. Gucken wir mal gerade mal, was hier oben ist. Oh, noch eine blaue Zwiebel. Okay. Nutzlos. Ich dachte, es wäre irgendwas Interessantes. Eine solche Zwiebel haben wir schon. Aber nimm sie trotzdem mit. Ja. Okay. Hat das Wasser abgelassen. Ach, na gut. Gibt's noch so hier? Da ist noch eine Höhle. Uff. Dann haben wir eigentlich alles auf der Überwelt. Dann können wir nur noch Höhlen machen. Ich habe keine Lust gerade auf Höhlen. Lass das dann einfach hier beenden und morgen weitermachen. Ich habe wirklich, nach der letzten Höhle habe ich einfach keine Lust mehr auf Höhlen. Scheiß auf den Köter. Wirklich. Ja, ich glaube, das war's. Mehr Schätze haben wir hier nicht auf der Überwelt. Gut. Ich würde mal sagen, wir beenden es hier einfach für heute, dann spiele ich morgen weiter. Hast du Angst, wie deine Angst mit den Höhlen angefangen? Wie hat deine Angst mit... Die letzte Höhle war einfach scheiße, ich will einfach ehrlich sein. Die war einfach nicht, hat einfach keinen Spaß gemacht. Fertig. Das ist alles, was da ist. Das hat nicht wirklich mit Angst zu tun. Ich habe einfach wirklich, nach der Höhle hatte ich einfach keine Lust mehr, Höhlen zu machen. Ich sag's ganz ehrlich, die haben die Höhle einfach verschissen. Wirklich. Die haben da einfach Scheiße gebaut, anders kann man es nicht ausdrücken. Mein Fazit für heute geht. Geht. Ist jetzt nicht so ein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das muss man sich jetzt ganz dringend holen. Aber ich spiele es auf jeden Fall weiter. Ich spiele es morgen weiter. Vielleicht wird es ja noch besser, mal gucken. Die ganzen Leute, die hier tot auf dem Boden liegen, guckst du dir an. Vielleicht sollten wir die auch mal heilen. Ja, lass damit morgen mal anfangen. Lass morgen mal die hier heilen, die ganzen Leute. Ansonsten mache ich hier bald einen Friedhof auf. Wirklich. Kann ich mit anfangen, hier die Leute zu begraben. Gut. Au revoir.